Bei dem Beitrag um die verborgenen Hinweise auf die Endzeit geht es um zwei Arten von verborgenen Hinweisen. Die erste Art ist diejenige, die sich in verschiedenen Ayat und Hadithen versteckt, und zwar indem auf bestimmte Begleitumstände hingewiesen werden, die nicht üblicherweise als kleine oder große Zeichen gerechnet werden. Manche, die sich auch als Schatteneffekte der großen Zeichen zeigen. Die zweite Art der verborgenen Hinweise auf die Endzeit findet sich in der Erkenntnis. Das bedeutet, dass viele Zeichen sich gerade ereignen oder sich vor kurzem ereignet haben, ohne dass das aber den Menschen als endzeitliche Hinweise bekannt wurde, ohne dass sie sich dieser Dinge bewusst gewesen sind. Auf diese beiden Aspekte sollten in diesem Beitrag hingewiesen werden.